Fortress vs. Slendy. Heute mal nicht mit GTA. Yo! Wir spielen Battlefield Bad Company 2 Sniper Duel. Richtig, vollkommen korrekt. So, und zwar haben wir hier uns jetzt einen schönen Server gesucht. Auf der schönen Karte Lagune haben wir ja wahrscheinlich auch schon öfters bei mir auf jeden Fall die Leute gesehen. Lieblingskarte hier, ne? Und wir haben leider hier so einen komischen Spasti drin. Der fuckt uns hart ab. Genau. Aber gut. Aber was soll's, die Karte ist groß, ich werde mich eh großteils verstecken. Das ist das, was Sandy am besten kann. Das macht er bei seiner Freundin. Das war nicht Fortress, ich will es bloß kurz erwähnen. Ich wurde gerade nicht erschossen von Fortress, sondern von dem und Typ. Und wir machen, das zählt übrigens nicht. Also wir zählen selbst eigenständig mit. Falls da oben steht, Fortress macht Wuchu kaputt, dann habe ich einen Punkt. Genau. Und Wuchu macht Fortress kaputt, dann hat er halt einen Punkt. Und nicht Summoner 2 killt, weiß Gott nicht was. Wir machen bis 15 Tode, also 15 Kills muss man haben, damit man gewinnt. Und ich entschuldige mich auf jeden Fall auf meiner Seite, dass keine Videos mehr kommen, außer Fortress vs. Slendy und das Let's Paint. Das liegt daran, dass ich gerade irgendwie keinen Bock habe mit den Bauarbeitern und sonstiges. Das ist scheiße und das wisst ihr und ihr seid nicht scheiße und deswegen möchte ich euch damit nicht nerven. So, Punkt. Das war mein Wort zum Sonntag. Vielen Dank, vielen Dank. Und jetzt dabei, heute ist Freitag, zu Claudia Roth mit dem Wetter. Genau, Claudia Roth. Mir fällt gerade auf, dass der Typ, wenn dann Thomas Roth heißt, oder Claudia Roth, das ist, glaube ich, die Politikerin von den Grünen. Grüne. Ja, Thomas Roth heißt der Typ. Boah, ich muss ja ganz ehrlich dazu sagen, war, dass ich mich, als ich die das erste Mal gesehen habe, dass ich mich irgendwie übelst kaputt gelacht habe. Ja. Also, ich weiß nicht, ich fand das Face von der so witzig, Alter. Ach ja. Ich fand's sehr, sehr traurig. Vor ein paar Wochen war ja auch. Das okay, war ja 1-0. Für mich. Vor ein paar Wochen war ja die legendäre Veranstaltung der Deutsche Computerspielpreis. Ja, stimmt, moderiert von Peter Smits, Alter. Ich habe mir keinen Zettel mitgebracht, sondern wie es sich für die neue Generation gehört. Ja, ist ja gut. Und jedenfalls, da war auch unser geschätzter Verkehrsminister Dobrindt. Sein Schlussfazit war sozusagen, ja, Spiele dürfen ja auch Spaß machen. Ja. Echt? Hat er ja recht. Ach so! Ich hätte niemals vorher gedacht, dass Spiele Spaß machen sollen. Ach, die sind zum Spaß da! Tja, das wirft ein völlig neues Licht auf diese Branche. Ja, vielleicht kriegen die Spastis der BPJM jetzt auch endlich mal mit, dass das alles hier irgendwie not real ist, ne? Lalalalalalala. Warst du das? Was denn? Also nicht. Was war? In dem Moment, du musst mir erzählen. Ich hab das große lange Gewehr, nicht das kleine. Ja, ich weiß. Kürze. Schon klar. Bei mir klar. Ist immer alles groß und lang. Oh Gott, Entschuldigung, Alter. Das ist leid, aber es muss einfach. Ach, das tut mir so leid. Ich weiß nicht, ich hatte heute irgendwie. Gerade. Ich hab heute schlechte Witze. Groß und lang ist nichts gegen eine gute Feuerrate. Ich will das bloß mal kurz. Ja, das stimmt erwähnt natürlich, haben. Aber bei Slendy ist die Feuerrate halt bei null, da machst du halt nichts. Wenn er einmal da ist, weißt du, da steht er vor dir, guckt dich nur noch so an und denkt dir so. Weißt du, das ist wie beim Fahrrad, der wartet beim Sex auch immer, bis da irgendwas passiert. Boah, jetzt hab ich's ja richtig gegeben, Slendy, du kleine Nutte. Du. Gott, ist das anstrengend. By the way, ich hatte tatsächlich überlegt, das ist echt scheiße im Ziel, ne? Ja, hab ich ja nie was anderes behauptet. Ein Video extra für dich zu machen, wo ich mich auf ein Fahrrad setze und einfach darauf warte, bis es losgeht. Kein Scherz, das würde ich extra für dich machen. Das war auch einfach eine geile Szene, also Entschuldigung. Auf jeden Fall. Beschwert sich ewig, dass das Fahrrad nicht fährt? Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass das Fahrrad nicht fährt, Alter. Ich habe nur gesagt, dass du irgendwie schneller bist und dass ich irgendwie nie Ausdauer mehr habe. Hast du das gehört? Was? Sag einfach nur ja oder nein, dieses Dong. Nein. Ah, Gott sei Dank. Dong. Gleich knallt's. Oh. Ich mag es nicht, wenn hinter mir jemand sagt, gleich knallt's. Gleich knallt's. Darauf folgt selten was Gutes. Richtig, genau. Und zwar die Schlussfolgerung, dass ich dich gerade gesehen habe. Ich höre auch jemanden, das finde ich sehr beunruhigend. Hier geht's nicht raus. Au. Au. Ach, die kalt. 1-0, du. 2-0, ganz ruhig. Ja, ich mach dich so alle.
Ganz entspannt. Apropos, ich mach dich so alle. Wie sieht das eigentlich aus mit Munition, wenn das leer ist? Pech gehabt. Nein, machen wir dann Pech gehabt. Self-Kill? Pech gehabt. Ja, ich hab aber noch volle Munition. Aber es kann ja sein, dass dir mal die Munition ausgeht, so schlecht wie du geschossen hast. Ja, ja. Ich muss heute nämlich wissen, Sandys Tag ist heute nicht so ganz so schön, weil er sich Battlefield ausgesucht hatte. Sagen wir es so, das ist nicht ganz so übel wie das Dreier damals, weil ich finde, Snipern hat dann doch noch was bisschen, naja, man kann sich verstecken. Hat mir bislang noch nicht so viel geholfen, ich hätte dich sogar gekillt, wenn ich zielen könnte. Richtig, genau. Von daher. Oh, ich hab dich schon wieder gesehen. Ja, super. Dann renne ich mal. Du bist schön bei den kleinen Häusern am Wasser rum, wa? Okay, gut, das bin ich. Okay. Boah, Alter, für diesen Spasti müssen wir echt aufpassen. Der ist so mega ätzend. Ja, aber es ist prinzipiell also nicht so kritisch, wenn nicht das in unserem fließenden Band abknallt. Ne, glaubst du? Ihr müsst nämlich wissen, wir haben uns davor ein bisschen eingespült, ein bisschen warm gemacht, wie immer. Ja, aber das ging ja auch. Ja, das sagst du jetzt so einfach, ja? Wir haben uns richtig hart genäht. Nein, eigentlich nicht, das ist absoluter Lappen. Vor allem, sagen wir so, ist immerhin spielt ja auch ein Sniper, wäre ein bisschen ätzend, wenn er einen Sturmsoldat hätte. Das stimmt. Hatte der ja vorhin, der eine Spacken, der da noch reingejoint ist. Ah, bist du schlecht, du bist ein richtiger Napp, Alter. Das nennt man Skillshots, liebe Freunde. Das ist Slendytube-Qualität wieder hier. Ich kann mich wirklich nicht an den Moment erinnern, wo ich gesagt habe, ich kann gut schießen. Ich kann mich nicht an den Moment erinnern, dass du gesagt hast, dass du irgendwie Battlefield spielen willst. Ja. Aber Sandy musste ja halt Battlefield nehmen, weil er sonst halt nichts anderes kann. Es liegt vor anderem, dass es nichts anderes eingefallen ist. Ja, ist so, liebe Zuschauer. Wenn ihr im Homos mal nichts in die Kommentare schreibt, wie sollen wir dann das Format weitermachen? Ja, genau. Ich hätte es jetzt nicht ganz so ausgedrückt. Das sollte auch nur ein Witz sein. Also nicht falsch verstehen, liebe Freunde. Ne? Boah, guckt euch diese Grafik an. Ist das nicht... Oh mein Gott, das ist ja wohl richtig schlecht. Ich habe einen Grafikfehler entdeckt. Der sieht nicht so toll aus. Das Spiel gehört sofort zerstört. Finde ich auch. Also EA bitte patchen, obwohl ihr da schon seit 50 Jahren nichts mehr dran macht. Immerhin laufen die Server noch. Kennst du diesen Unlimited-Server? Nein. Limited Ammo. Wenn ich denke, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Battlefront beispielsweise die Server nicht mehr laufen. Oder auch. Au. 3-0, ne? Mhm. Boah, ja, Battlefront hätte ich auch so richtig Bock drauf gehabt, Alter. Aber sagen wir so: Ende des Jahres gibt's ein neues. Nein! Oh Gott, ins Knie! Da siehst du mal, ich hab. SV? Ernsthaft? Ja. Das größte Fick-Teil, was ist denn im ganzen Spiel? Keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss jetzt mal irgendwas anderes nehmen, weil es bisher noch nicht so gelaufen ist. Und sieh an, schon habe ich dir die Kniescheibe operativ entfernt. Ja, nee, das ist einfach, weil du mich vorher schon angeschossen hattest. Ist mir egal, du bist tot, das reicht mir eigentlich als. Ja, 3-1, Lenny, es ist schon. Ist mir egal, ich habe gesagt, ich will einen Kill. Das ist schon schlecht. Du hast ja dein persönliches. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ja, ich soll. Das ist meine Wasserflasche gerade runtergefallen. Moment, ne? So. Ohne jetzt. Au. Au. Ah, das war gar nicht du. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da habe ich mich zuerst mal gefreut, dass der Name irgendwo stand. Ist leider nicht so einfach. Wir brauchen leider so viele Kriterien für den Server, auf dem wir spielen konnten, weil bei mir Punkbuster immer rumzickt. Mhm. Und da brauchen wir auch noch. Ja, genau, meine Skill-Schieße, man sieht es halt die ganze Zeit. Ja, Skill. Mein Aimbot beispielsweise. Ich habe den halt so eingestellt, dass er aufs Knie zielt. Natürlich. Ja. Warte mal, da muss ich mal ganz kurz was Folgendes sagen. Boah, ich habe früher auch Bad Company 2 gespielt, doch dann bekam ich einen Fail ins Ach, der war wieder so stumpf. Oh, ich liebe stumpfe Witze, es gibt nichts Geileres. Ja, wobei diese Skyrim-Witze ganz gut sind. Das stimmt wohl. Oh, Sven, wir sind hier nicht in Minecraft, komm doch mal raus. Nein! Ich bin nicht doof. Du knallst mir eh demnächst wieder ab.
Ja. Ich habe nur die Hoffnung, dass ich dich vorher sehe und 18 Schüsse abgeben kann und dich vielleicht treffe. Natürlich. Nee, sogar beispielsweise, also dieses Arrow in the Knee, das ist ja in so vielen Spielen auch drin, beispielsweise in Lego der Herr der Ringe. Shit. Ja, da gibt es auch so einen Typ Anstrich, der sagt, ich war früher auch ein Abenteurer wie du, aber dann bekam ich ja einen Pfeil ins Knie. Das ist so geil. Epic Troll will ich einfach mal sagen, wa? Au. Boss Sandy, du Hure, wa? Kannst du deine Eier nicht woanders hinsetzen? Na, mach ich doch. Junge, der scheiß Pedo schießt mich an. Junge, das ist voll asozial. Der Junge, der macht alles kaputt, Alter. Schießt der einfach in Battlefield, das ist ja unfassbar. Ja, nee, dass der uns so disturbt. Weißt du, wir haben ihn vorhin höflichst gebeten, dass der gehen soll. Weißt du, was tut er? Nee, wir müssen die jetzt richtig abfucken. Tja. Sandy hat übrigens Eigenwerbung gemacht. Screenshot bestimmt jetzt hier irgendwie drin. Ich hab bloß gesagt, er hat gesagt, er will zugucken. Da hab ich gesagt, ja, soll er morgen um 15 Uhr Slendytube gucken. Nein. Das war nur eine Hilfe für den armen Kerl. Der wollte uns halt zugucken. Vor allem mir. Er hat gemerkt, dass ich's drauf hab. Ja, auf jeden Fall. Ja. Zu null. Slendy zu null. Hast du eigentlich schon mal jemals ein Spiel richtig gut gespielt? Also jetzt außerhalb von diesem Let's Play, also was du richtig, wo du richtig abgegangen bist? da muss ich überlegen. Das ist schon mal das erste Traurige. nee, aber das liegt auch vor allem daran, dass ich ehrlich gesagt oft nicht die Motivation habe, mich so wahnsinnig in ein Spiel reinzufuchsen. Ah, okay. Also, aber so das beste Spiel, was du jetzt so gespielt hast, wo du richtig der Oberpro war? LOL. Ja. Was für eine Division warst du da? Ich spiele keine Ranked, ganz ehrlich. Liebe Freunde, ja, es gibt hier so einige, die gucken mir jedes Mal zu, ja, und die sagen, ich soll immer Ranked spielen. Nope. Ja, natürlich, aber es ist mir scheißegal. Ja, ich finde das auch richtig. Ich habe einfach, gerade auch das, ich habe einfach keinen Bock. Also mal, erstens finde ich es wirklich lächerlich, dass du da so eine Zeitbegrenzung hast, wenn du nicht oft genug spielst, rutscht vielleicht wieder eins runter. Nee, das ist nur ab Platin, Nee, das ist mir auch egal. Nee, ich spiele einfach viel zu viel Zeug lieber ein bisschen auf Spaß wie eins so ganz ernsthaft. Ja, ja, das habe ich einfach nicht die Motivation zu. LOL macht mir in letzter Zeit irgendwie am meisten Spaß, weil du halt irgendwie halt kein Geballer hast, irgendwas Ruhiges. Ich bin jetzt irgendwie immer ruhig, ich habe keine Ahnung warum. Ich wollte letztens mit Dishonored irgendwelche Leute aufschlitzen, aber ich hatte dann doch keinen Bock drauf. Klar. Wollen wir das Limit vielleicht auf 10 Kills runtersetzen? So, auf 10 Kills, da habe ich ja schon fast gewonnen, das ist so langweilig. Du hast 3 jetzt, sind wir mal ganz still. Und du merkst, wir sind schon bei 13 Minuten. Ich will es bloß sagen. Wir sind schon bei 13 Minuten. Ich bin SlendyTube und hab schlechtes Internet. Wir sind ich schon hab bei schlechtes 13 Internet. Minuten und ich lebe im Keller, ja. Bei mir sind Nachbarn gerade zu Haus. Die reden die ganze Bitte hör Zeit. Auf. Okay. Es gibt Schmerzgrenzen. Nein! Okay, ich lasse es mal lieber mit Death Metal, okay. Ja, bitte, um Gottes Willen. Okay, nein, jetzt. Ich mich jetzt nicht auf ein PewDiePie-Rap-Niveau heraus. Nein, auch das bitte nicht. Und wenn ich zu Slendern angekommen bin, das ist echt nein. Ach ja, was hältst du davon eigentlich? Findest du das auch eher so. Was denn? Bloke vom hier. Pop nennt sich das ja, glaube ich, ne? Es ist Musikrichtung hier. Ja. Ich mag's auch nicht so. Ganz andere Ecke. Ja, was magst du denn so persönlich am liebsten? Punkrock, Hardrock, normale Rock, leichtes Metal. Warst du bei Rock am Ring? Nee, leider nicht. Also erstmal habe ich nicht so viel Geld. Oh, ist das schlecht. Das ist so schlecht! Noch sogar noch mit 180, Alter. Alter, hier ist es unfassbar. So schlecht, so schlecht! Oh, Alter, ja, ich bin gerade echt rot, als hätte ich meine Tage, Alter. Danke für diese Information. Hey, what was the name of your YouTube-Channel? Moment, Jungs, Moment! Sowas kann man sich nicht entgehen lassen. Exactly. Guck mal an, da siehst du mal, wie prominent ich werde hier. Ja, ich mach ja auch. Wo waren wir gerade? Ach, Rock am. Nee, ich wohne ja gerade in Nürnberg und hier ist ja Rock im Park, das ist witzig, gell? Aber ich muss sagen, dass ich einerseits nicht genug. I will check that out. Ich red gleich weiter.
dass ich einerseits nicht genug Geld habe. Liebe Freunde, deswegen mache ich auch unter anderem keine Videos wegen Eigenwerbung, Minecraft-Videos und Beauty-Videos. Ja, ich mache keine Eigenwerbung, der hat gesagt, er will zugucken. Ich habe ihm gesagt, wo er das kann. Jetzt killt er mich. Alter, mein Gott, nimm doch nicht alles immer so ernst. Nein, ich finde es unverschämt, was? wo war ich gerade? Rock im Park, genau. Nein, vielleicht kann ich den Satz mal zu Ende bringen. Ich habe also A, nicht genug Geld, B, fand ich das Line-Up nicht gut genug, als dass ich mir da eine so sackig teure Karte gekauft hätte, wenn dann nur für einen Tag. Und dann war der einzige Tag, wo von den Bands her echt geil war, Freitag, und dann muss ich leider Gottes arbeiten. So. Und ich finde, dass das also Rock am Ring wäre sicherlich mal geil, aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, 180 Euro für 3 Tage zu zahlen, wo ich dann, sagen wir, 4 oder 5 echt gute Bands für jeweils eine Dreiviertelstunde sehe. Da zahle ich lieber einmal 100 Euro und gehe wie vor 4 Wochen zu AC/DC. Und habe die 2,5 Stunden. Und das war... Wie von vor 4 Wochen? Ach so, ist... Ach ja, stimmt, ja mehr die Tour, ne? Ja, zum letzten Mal. Gilt Deathmod eigentlich auch als Kill für den anderen? Nein. Okay. Ich habe es gebettet irgendwo. Bringst du hier noch nicht mehr direkt um. Richtig. Ja doch, ja. Ich konnte ganz ehrlich überhaupt nichts mehr sehen. Was ich immer, was ich eigentlich ganz geil fand, also die letzten Jahre war Rock am Ring echt immer richtig geil, da hätte ich echt mal hingemusst, weil gerade wenn so Bullet for My Valentine oder Rammstein, was natürlich, das ist immer noch mein größter Wunsch aktuell in Bands, mal Rammstein live sehen. Das glaube ich ist der Fisch. Das geilste, das heißt der Haifisch. Das geilste, was du live sehen kannst. Und es sozusagen ist so oder so die geilste deutsche Band, die es gibt. Also Entschuldigung. Der Rest, was du in Deutschland kriegst, ist entweder Helene Fischer oder die Amigos. Bah. Boah, ich muss dir nachher noch so ein Video senden, Alter. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da sind da so 2 komische Tücher oder sowas, die unterhalten sich dann auf einmal. Also die spawnen irgendwie da. Und habe ich dich eigentlich gerade angehittet? Ja. Okay, das läuft. Ich sehe fast nichts mehr. Ach, willkommen in meiner Welt. Nee, und dann steht da so ein alter Windows 98 Computer vor denen, ne? Und dann machen die ganze Zeit Computer, jap. Nein, kenne ich jetzt vom Hören her nicht. Das ist voll geil. Oh, Feind gesichtet, das ist aber sehr angenehm. Das finde ich gar nicht gut. Da sitzt du doch auch. Oh. Ich bin noch nicht tot? Nee, noch nicht. Oh. Ah, Hit. Ja, guck, wenn er ein Snipergewehr nicht trifft, holt. Ah, du hast den anderen erwischt. Nein, ist so, schade. Nee, ich hatte tatsächlich jemanden gesehen, hab da die ganze Zeit draufgesetzt. Ja, aber dann saßen wir vermutlich direkt nebeneinander, das ist das Witzige. Shit, achso, das habe ich nicht bedacht. Also zumindest waren wir nicht weit voneinander weg, weil dieses Zeug gerade direkt neben mir eingeschlagen ist. Ja, also denk dran, also dieser Kill zählt jetzt nicht, also nur. Weiter 3-1. Wenn mich killt oder. Wieso 3-1? 4-1 waren es vorher. 3-1? Nein. 3-1. Nein, ich hatte am Anfang 11. Jetzt habe ich 15. Du hast einen Kill gemacht, hattest am Anfang. Ja, 8. Du hast ja auch gerade eben den Typ gekillt. Ja, richtig, ist doch vollkommen korrekt. Dann habe ich ja immer noch 4-1 gehabt, wenn ich am Anfang 10 hatte. Gerade eben hattest du am Anfang noch 11. Plus den Typen addiert, dann ist doch. Das ist doch. Ah, scheiße. Junge, dieser Pisser, der nervt mich voll, Alter. Ja, gut, dann lassen wir das. Nein, ich hatte noch 4-1. Ja, dann hat 4-1, mir ist egal. Ich weiß es nicht, also ganz ehrlich. Zuschauer wissen das wahrscheinlich jetzt besser. Na, ihr könnt doch alle nicht rechnen. Als ob das am Ende eng wird, ganz ehrlich. Das stimmt wohl. Seien wir doch mal realistisch. Seien wir doch mal realistisch. Ja, warum suchst du dir doch noch dieses Spiel auswendig? Weil ich es nett finde. Battlefield ist doch eigentlich ungleich. Ich warte jetzt hier, bis vielleicht irgendwann in ferner Zukunft mal jemand in mein Sichtfeld läuft. Und hoffe, dass ich vorher keine Kugel in den Kopf kriege. Ja, genau, und jetzt stehe ich auf. Das ist sehr schlau. Sagte er und stand auf. Was ist denn deine Musikrichtung? Hier passiert so wenig, du musst irgendwas unterhalten. Elektro und Dubstep, also alles, was irgendwie so wupp macht. Das finde ich eine gute Beschreibung, das merke ich mir ab jetzt. Wenn jemand sagt, er hört Dubstep, das, was wupp macht. Sehr gut. Das ist eine extrem passende Beschreibung dieser Musik. Ja, doch. Das ist halt etwas so richtig, intens. So was finde ich cool. Boah, alter Vater, guck dir das an. Die Welt spiegelt sich in dem Sniper-Geror. Ja, Tatsache. Alter Vater, das ist ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr so. Stimmt, das gibt's eigentlich nicht mehr auf. Gibt's eigentlich hier schon? Ich glaube, es war erst ab Battlefield 3, dass du die Linse im Sonnenlicht siehst, gell? Vom Snipergewehr.
Ich glaube, das ist erster Battlefield 3 so. Da hast du es nee, gesehen, Moment, wenn Battlefield 2 hatte das doch aber auch. Das also nicht, die das Sonne nie hatte sie auf jeden Fall. Oder meinst du die Reflexion? Ja, meine ich doch. Nee, das ist ab Battlefield 4. Also ab 4 ist das gemacht. Ja. Das ist, ach so, wenn er da halt ein Sniper gegenübersteht, dass er dann dieses weiße Scope sich selber. Ja, ich genau. Weiß nicht. Aber ich freue mich schon richtig auf die Nachtkarten, Alter. Au. Da setzt man einen Fuß. Aber es war auch nicht. Das warst auch nicht du da. Ich nehme wieder das andere Gewehr. Vielleicht hilft's ja was. Ich komme gar nicht zum Schießen. Wenn ich mal zum Schießen komme, treffe ich nicht. Ja, ich laufe auch irgendwie die ganze Zeit nur durch die Gegend. Weiß nicht, was ich tun soll. Ich erzähl mir die ganze Zeit mal irgendwas. Ja, ist doch mich gut. So, was du gerade so machst. Und du hast anscheinend sehr viel Spaß. Können wir eine neue Podcast-Folge machen? Wie damals bei, was war das, Monopoly? Ja, ja, stimmt, die Podcast-Folge. Komm, Stanley, lass uns den Wer würde eher Tag machen? Ich höre gerade jemand, deswegen. Einen Moment. Nee, das ist niemand, das bin ich, glaube ich, selber. Oh. Au. Ach nee, jetzt kommt da noch so ein Penner, Alter, es wird immer besser. Oh mein Gott, please. Könntest du mich mal bitte finden? Ich weiß es nicht, also ich finde dich nicht, weil du immer zuerst stirbst. Ich finde dann immer nur noch die Reste deiner Waffe, während ich kurz davor bin und am Abdrücken bin, weil ich habe meinen Faden fast drauf, du bist tot. Ich bin dann so, hm. Irgendwie so ist er nicht besser. Immerhin ist der jetzt mal. Der ist in deinem Team. Ja, toll. Boah, Alter, jetzt haben wir noch zwei Blocks, gegen die wir spielen müssen. Rostock, Germany, das ist ein toller Name. Ja, der ist auf jeden Fall nicht deutsch. Was, Lenny, können wir das jetzt bitte machen? Au! Da ist Rostock, Germany. Ja, da war Rostock, Germany. Weißt du, ich bin immer kurz vor dir einfach nur. Lenny, schreib mal, was, dass die auf deinen Kanal gehen sollen, nicht abonnieren sollen und dann vom Server runtergehen sollen. Alter, das macht doch keinen Spaß mehr. Ich habe seit Ewigkeiten niemand mehr gesehen, um das mal kurz zu erwähnen. Ja, ja, ich habe dich auch nicht mehr gesehen. Doch, jetzt habe ich dich gesehen. Oh, oh. Oh ne, das ist Rostock, Germany. Ah, sehr gut. Schade. Boah, das ist doch voll langweilig, Alter. Weißt du, da kann man nicht mal mit dir am Abend spielen, weißt du, nichts mehr, ey. Ja gut, also sagen wir es so, wir müssen jetzt auch fair sein. Also wir den Anspruch drauf erheben, allein auf einem Server zu sein, ist jetzt auch... Au! Ja klar, mit dem Sturmgewehr. Ja, das ist unser Anspruch, Sandy. Wir suchen extra einen Server, der leer ist. Ja, was meinst du? Ja, aber sobald zwei drin sind, kommen natürlich auch andere rein, ist doch klar. Ja, nee, dann sollen sie eben nicht reinkommen. Mein Gott, wo sind wir denn hier? In Timbuktu oder was? Ja, nein, eben nicht. Es ist einfach... Aber weißt du, ohne Spaß, ich... Das nächste Mal gehen wir auf China-Server, Alter. Mit so richtig Bad Pings, weißt du, hat niemand einen Vorteil oder sonstiges. Wow, jetzt ist es schon so weit gekommen, dass ich mit RPGs abgeschossen werde. Ja, ja. Hab ich gerade auch schon gemerkt. Oh, Slendy. Yeah. Na, klasse. So, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Ausgabe Fortress vs. Slendy. Wir können nicht weiterspielen wegen so einem Spasti namens Rostock Germany. Falls du zusiehst, du bist ein absoluter Penner und du solltest nie wieder dieses Spiel anfassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Nicht. Mach wenigstens deine 5 Kills voll. Ach, ey, meine. Das ist noch einer, um das nochmal kurz zu erwähnen. Na, guck mal, da bist du aber. Nein! Nein, wir können also, ich lass mich jetzt hier nicht hinrichten, also so weit kommt's noch. Au. Sparen wir uns das. Wir spielen weiter bis 10. Ja, wenn das jetzt weiterhin so läuft, dann ist in Ordnung. Oder wir können es auch so machen, lass uns die halbe Stunde voll machen, das sind nur 5 Minuten. Gut, wer auch so meinst, wer die meisten Kills hat, gewinnt dann, oder was? Ja, ich habe so eine Vermutung, wer das sein wird. Ja, ich auch. wie ist das eigentlich? Weißt du, ich hab letztens Motto-Woche, ne? Ja. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz Fenster zumachen, oder? Hier labern gerade Leute, einen Moment. Tja, das lief jetzt im Großen und Ganzen nicht so wie geplant. Wir wollten eigentlich nur zu zweit spielen, aber es ist halt schwer.
spricht aber wiederum für das Spiel, dass die Leute immer noch spielen. So, wieder da, da bin ich wieder. Warum hast du geredet über Spiele und alte Leute oder was? Nein, eigentlich nur darüber, dass es nur für das Spiel spricht. Das Leute ist immer noch. Ach komm, Cindy, geh doch weg von dem Stein, na, Mann. Ach nö. Jetzt war ich gerade so schön. Jetzt war ich gerade so schön hier. Au. Ja, was hast du jetzt für eine Waffe? Ach, das war die Knarre, ne? Das war die Pistole, ja. Ich hab gerade gedacht, hä? Ich glaube, so ein fettes Gewehr oder sowas mit so einem übertriebenen Zielfernrohr, das ist keine gute Idee im Nahkampf. Und ich meine, du wegtrickshottet habe ich dich ja auch schon. So, ich habe wenigstens einen Kill. Rostock, Germany, muahaha. Rostock, Germany, da hast du dir jetzt er ist aber tot. Einen geholt, Alter. Du hast gegen den größten Noob im Spiel verloren, Alter. Ich habe ihn gekillt, hallo? Ja, sag ich doch. Wieso habe ich ihn gegen ihn verloren? Oh, oh. Hä, hey, nein, hast du doch. Du hast das doch gar nicht gemacht. Was? Ich habe gerade zu Rostock Germany gesprochen. Ach so. Du doch der größte. Ach, ich verstehst ja, du. Jetzt habe ich es kapiert. Das ist ein Level zu hoch für dich, Stanley. Ja, es ist ja in Ordnung. Es war trotzdem eine Beleidigung. Ach, Slendy, warte, das ist doch schon ganz schön langweilig, was wir hier machen. Wie gesagt, wobei, eins könnte ich vielleicht sogar, da könnte ich noch einigermaßen, wobei, nee, da würde ich mir jetzt auch, wenn man da meine Let's Plays dazu anguckt, strafe ich mich auch lügen, wenn ich behaupte, ich bin gut in FIFA. FIFA? Ja, wobei, gegen dich reicht's noch. Ja, dazu spiele ich es ganz ehrlich echt noch zu viel. Es ist echt unfassbar. Ja, aber pass auf, wenn ich ja mal eine Profi-Chinesen engagiere, die für mich spielen, dann ich kommentiere nur dazu. Was machst du denn? Ich wurde gemessert. Ach, das ist doch behindert, dass jetzt die ganzen Mongos da drin sind. Alter, was macht doch keinen Spaß mehr. Nein, mein Zoom, der hat sowas von hart gemacht, mein Zoom. Oh. Warum spawn ich direkt vor dir? Was soll keine das? Keine Ahnung, ich hab dich auf jeden Fall schon wieder weggetrickt. Ja, 7 kommen, dann die 3 machst Red noch. Asset, Red Asset bin ich, Alter. Könnte ich vielleicht wenigstens noch einen Kill kriegen? Ich weiß es nicht, ich bin gerade Red Asset, Sony. Sauber. Ah, so, das sage ich zum aktuellen Spielgeschehen mit den Mongos. Au. Ist doch scheiße gegen den Typ mit dem Sturmgewehr, ganz ehrlich. Wie viel steht ich jetzt eigentlich? Ich habe irgendwie nicht mehr richtig 7-1. Ne, 8-1 auf jeden Fall noch nicht. Ne, 7-1. Ne, 7-1. Alter, das ist doch ätzend von dem Typ abgeknallt zu werden. Wie soll man denn gegen den ankommen? Ganz ehrlich, das ist doch nicht in Ordnung. Ich finde das nicht okay. Das ist auch moralisch fragwürdig, was wir hier gerade machen. Bewegt mich, glaube ich, einfach zu viel in letzter Zeit. Oh Gott, das hört sich nah an. Ja, du bewegst dich grundsätzlich viel zu viel in letzter Zeit. Hier muss man wieder lernen zu sitzen. Was du okay. Da jetzt? Nee, das war Rostock Germany. Nee, aber da direkt neben meinem Ohr gestorben ist. Ach so, dann weiß ich. Sehr schön, dass du mir das sagst. Das heißt nicht, dass ich da bin. Ja, das war jetzt nur im übertragenen Sinne. Natürlich. Boah, Slendy, war mein Popschutz riecht schon so richtig hart nach Kacke, Alter. Das sind wieder Infos. Nein, das war eigentlich gerade nur ein Witz. Ich wusste einfach gerade nicht, worüber ich reden soll. Weißt du, aber allein die... Ja. Tatsache, dass du dann auf solche Sachen kommst, würde mir jetzt zu denken geben. Alter, ohne Spaß, wenn ich dir das erzähle, du wirst mich auf jeden Fall für verrückt erklären. Ach du, das ist... dass du das sowieso schon von mir hältst. Und zwar folgendes, ne? Hab ich... In der Schule war mir so pisslangweilig, dass ich einfach mal mein Mäppchen genommen habe, das an der Seite aufgeschnitten habe, da 5 weiße Meerschweinchen draufgeklebt habe und das in der Mitte dann voll gedisten lassen. Das hieß dann die ganze Zeit 5-1, das ist wie so ein Mobbingkreis, wo dann 1 in der Mitte war. Also das war richtig behindert, Alter. Ich war irgendwie richtig... Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen. Achso, bist du auch behindert. Du hast ja auch schon lange keine Schule mehr, wa? Genau ein Jahr jetzt. Ist doch schon lange eigentlich, wenn man so. Ja, ich bin immer noch psychisch angeschlagen. Du bist immer noch behindert, glaube ich.
Boah, ja, das ist bei mir auch immer ganz schlimm, weißt du, ich stehe morgens schon angepisst auf, weil ich am Abend angepisst ins Bett gehe. Ja, das ist das Tolle in der Schule. Ja, ich liebe meine Schule grundsätzlich, Alter, ohne Spaß. Würde ich irgendwie so meine eigene Religion erschaffen, dann würde ich zur Schulleitung gehen und sagen, Tod den Ungläubigen, obwohl das jetzt ein bisschen falsch kommt. Na. Ohne Spaß, unsere Schulleitung besteht nur noch aus Mongos, ohne Witz, Alter. Wird alles irgendwie verboten und das herrscht eine absolute Krieg. Weißt du, ich vergleiche immer sehr gerne mit Hitler, ne? Aber das ist echt eine absolute Diktatur. Was die da machen, das gleicht echt, ne? Also ohne Spaß. Schule halt. Ja, nee, aber es gibt ja auch Schulen, wir waren vorher einer, da war das halt nicht so, weißt du? Aber grundsätzlich, als hier unsere komplette gewechselt hat, vorher fand ich Schule voll geil. Ohne Spaß. Echt? So. Das hatte ich jetzt in meinem Leben noch nie. Also, ich fand das irgendwie voll in Ordnung, weißt du, aber... Da. Nee, das ist ja gar nicht. Seitdem, das war richtig, also ohne Spaß. Oh, wirklich? Wie an dir vorbeigelaufen? Oh. Einen brauchst du noch. Ja, ich bin gerade gut am Aufräumen hier. Bei mir fängt es nämlich vor allem auch gerade an zu ruckeln, das ist einfach toll. Ja, Sandy hat halt einen scheiß PC. Nein, es liegt einfach an Fraps. Warum denn von Fraps, Lenny? Oh Gott, Lenny, Mann. Oh. 10-1, ich habe wieder meinen standardmäßigen Battlefield Ehrenkill. Ja, dann 10-1, was? Und das auch noch mit meinem professionellen Knieschuss. Wieso, du hast mich doch gar nicht gekillt? Natürlich habe ich dich gekillt. Hey, was? Nein. Doch, ich habe dir ins Knie geschossen, wie du dich vielleicht erinnerst. Ach so, einmal. Ja, ich dachte gerade schon wieder. Nein. Nee, ich dachte gerade, du hättest mich schon wieder gekillt, weil Rostock Germany mich mit seinem scheiß Mörserschlag weggemacht hat. Da dachte ich mir so, was? Nein. Da war Slendy wieder am Cheaten, weißt du? Das war wieder so ein Moment, weißt du, wo du dir denkst, boah, ist das überhaupt Slendy? Nein, ja, vielleicht. Also das war... Boah, Freunde, schreibt bitte mal irgendwelche Free-to-Play-Scheiß-Spiele in Dingens, damit wir uns nicht abgeben. Also, weil ich habe schon das perfekte Demütigungs-Outfit, ja. Das werde ich Slendy zukommen lassen. Ich weiß nicht, ob ich dann noch... Ich hoffe, dass es nicht irgendwie, keine Ahnung, anfängt zu brennen oder sowas. Ich hoffe... Nee, das meine ich nicht. Also, ich fand den BH eigentlich relativ angenehm, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, Freunde, das sind wieder Sachen... Ach, ich muss dazu aber sagen, dass wir Mottowoche hatten und so haben wir Geschlechtertausch gehabt und das war gut. Heute war ich als großer Führer unterwegs, als Kim Jong. Das ist schön. Also, praktisch. Ich konnte mich nicht verkleiden, weil es einfach scheiße warm war. Aber ich war trotzdem der große Führer. Kim Jong. Alter, es ist auch so scheiße warm hier. Bei dir eigentlich auch? Also heute ging's. Gestern war es übel, aber heute ging's. Alter, bei uns ist schon die ganzen Tage übel, Alter. Ich habe hier, glaube ich, 37 Grad im Schatten. Ohne Spaß jetzt. Nee, ganz so übel ist heute nicht. Gestern war es hart, am Wochenende war es übel. Aber heute ging's eigentlich im Großen und Ganzen. Au. Ah, weißt du, ich treffe halt nix. Es ist echt... Kann einfach kein Battle. Ja, das ist einfach. Vielleicht wollen wir es mal mit Call of Duty versuchen. Oh ja, das ist viel besser. Weil ja, ich ehrlich sag, seit langer Zeit ist das erste Mal, dass ich das, glaube ich, in meinem Leben sage, ich freue mich auf das neue Call of Duty. Ich freue mich auf Black Ops 3. Bah. Glaube, das wird anstrengend. Bah. Doch. Ich freue mich schon auf kein Call of Duty mehr, Alter. Vor allem ab MW2 ist alles scheiße gewesen. Und die Black Ops waren gut. Ja, Teil 1 von der Story her. Ich fand die Story ziemlich... Ich meine auch nicht die Story. Ich spiele weder Battlefield noch Call of Duty für die Story. Ich hab mir tatsächlich nur alle Teile mal für die Story geholt, weil ich finde den Multiplayer sowas von behindert, langweilig, dämlich, weißt du? Das ist richtig stupides Rumgeballer, weißt du? Hier in Battlefield musste ich ja noch ein bisschen tarnen, ein bisschen taktisch vorgehen, weißt du? In Call of Duty muss einfach nur herrennen, weißt du? Da haust du dem einer rein und dann kommt da irgendwie so ein 6-jähriges Kind und meint dich damit irgendwelche Scheiße zu labern, weißt du, was ich meine? Ja, aber allein für den Zombie-Modus hat sich's echt immer gelohnt. Ja, gut, ne, aber... Ich kaufe mir kein Spiel mehr, was Call of Duty heißt. Und Battlefield höchstanscheinend auch nicht mehr. Das hat Gaming sein, Alter. Wie grundsätzlich jetzt letzter Zeit voll wenig. Ich spiele eigentlich immer nur mit dir am Dingensabend. Donnerstag. Ja, richtig, Donnerstagabend. Danke für den Namen, dass du mich korrigiert hast. Ich habe den Namen irgendwie vergessen. Ja, Donnerstagabend. Klar, 2 Wochentage. Hä?
Wochentage sind nicht so wichtig. Ja, ich bin gerade einfach nicht drauf gekommen. Ja, nebensächlich. Was denn jetzt mal? Nee, also da spiele ich nur mit dir. Oh. Und dann, falls noch irgendjemand von meinen Freunden online ist, vielleicht ein, zwei Runden LOL und dann bin ich auch hoffentlich. Ich bin auch den ganzen Tag echt am Pennen, also ganz ehrlich. Das ist die andere Option. Ja, wie soll ich machen? Weißt du, ich werde entweder zu irgendwelchen geilen Shit von Freunden eingeladen, weißt du, bin dann den ganzen Tag und am Abend wieder und denk mir dann da so, oh mein Gott, da sitzt SvennyTube. Ja, das war's schön. Und nein, lass uns noch eben kurz weitermachen. Lass uns einfach noch ein bisschen erzählen, alter Scheißdrofe. Ja, tolle Idee. Ja, das haben wir schon mal gemacht. Nee, und dann komme ich nach Hause und dann warte ich eigentlich auch. Ach, come on! Warum bin ich eigentlich immer direkt in deiner Nähe? Das ist doch unfair. Keine Ahnung, warum du immer in meiner Nähe bist. Deine Sniper ist scheiße. Und, ja, daran liegt's. Das liegt ja wohl am Spieler, wa? Ja. Na, jedenfalls, ich dann oder da. Hab ein bisschen Spaß, kann dann nach Hause, geht dann ins Bett. Mach am Morgen wieder auf, dann ist wahrscheinlich wieder hier wunderbarer Schultag oder so. Ja. Also wunderbar. Ich hab Rostock gemessert. Das ist echt schön. Jetzt hat sich der Tag schon wieder gelohnt. Was hast du? Yes! Zweiter Kill! Oh ja, Gott! Der zählt schon nicht mehr. Natürlich zählt der. 9, 10, 1, doch, der zählt. Ich hab schon gewonnen, das Lini. Ja und? Das ist Ergebniskosmetik. 10-2. Ach, Ergebnis. Ja, yes! Ja, jetzt läuft's gerade. Rostock gemessert, dich gekillt. Was kann jetzt. Wenn ich jetzt noch im Lotto gewinne, ist der Tag perfekt. Jetzt noch, ja, dann gibst du mir aber ein bisschen ab, Alter. 2-3 Euro kannst du schon haben. Ja, das ist doch schon mal etwas, wenn wir auch gewinnen gemacht, ne? Da kriegst du ab heute Abend bei Steam relativ anständige Spiele. Ja, das stimmt ja. Heute Abend ist ja. Ach, gestern Abend, ne? War ja schon hier Steam Sale und sowas. Scheiße. Meine Freunde sind jetzt alle pleite und. Ja, nee, aber zum Thema Spielen, das ist echt so. Also ich merke es halt jetzt, seit ich 8 Stunden am Tag arbeite. Man kommt dann wirklich zu wenig, das muss man sagen. Das Einzige, was ich gerade noch spiele, ist ab und zu noch ein bisschen GTA. Oh, echt noch? Oder den Witcher. Boah, ich hab ehrlich, GTA sowas von HD installiert. Ich habe mich gefreut, als das runter von meiner Festplatte war, wie flüssig auf einmal alles lief, Alter. Nö, also wie gesagt, ich hatte damit echt keine Performance-Probleme. Gut, ich spiele es ja nicht auf 4K wie irgendwelche perversen Leute, aber... Dann nennst du mich pervers. Ja. Hast du dein Profilfoto bei WhatsApp schon mal gesehen? Bitte? Hast du dein Profilfoto bei WhatsApp neulich mal gesehen? Dann darf ich dir wohl pervers nennen. René hat übrigens als Profil mit einer nackten Frau, die er gefängt hat. Ja klar. Das war seine Freundin übrigens. Man muss ja angeben. Was habe ich eigentlich gerade als Profilbild? Das ist echt eine gute Frage. Um dir jetzt ein paar Feinde zu machen, wie nennt sich das, dieses Fußballmannschaft mit der 96? Oh, du! Du! Ja, Hannover 96 nennt sich das! Wie nennt sich das mit der Fußballmannschaft? Ich dreh ja durch. Der Junge, ich hab so viel Ahnung von Fußball, wie du schon weggefühlt. Oh, noch sogar noch ein sauberer Headshot, Alter. Klingt ja, 96, natürlich 96 zeigen, Gott, warum? Wie kann ich das nicht wissen? Ich hatte mal zeitlang einen Slenderman, aber dann irgendwie hat mir keiner mehr geschrieben. Wie jetzt? Ah, kann das eigentlich sein, dass ich irgendwie der Einzige bin, der dich irgendwie noch ein bisschen antextet? Schön wär's. Ganz ehrlich, schön wär's. Achso, hast du auch so einen Scheiß, dass du irgendwie von jeder Person zugespammt wirst? Ich hab zu viele Leute, ja. Ja, das hab ich. Ich sollte ein bisschen knauseriger sein, wem ich meine Handynummer gebe. Das ist echt so. Ja, nö, das Schlimmste, was es... Bei mir geht es doch noch, ne? Das Schlimmste, was es gibt bei WhatsApp, ist die Nachricht, wenn sie kommt, nur Hi oder Hey. Weil du weißt genau, der Person ist dadurch einfach nur langweilig. Ja, und ich brauch Aufmerksamkeit. Ja, genau, weil wenn du was willst, dann schreibst du das in einer Nachricht gleich. Hey, ich will das und das. Gib ja, mir ja, das und das. Ja, wie wir das immer machen. Ja, du schreibst genau. Du auch immer sofort an im Unterricht dann auch, weißt du, wenn man halt nichts zu tun hat. Ja, genau. Dann schreibst du halt sonst? Einfach, yo, Alter, wie sieht's heute aus mit Fortress vs. Lenny? Hast du ein Spiel? Nein, cool. Nein, genau, das ist immer die Standard. Ach, das ist so schön einfach nur. Wir haben die Zuschauer dir irgendwas geschrieben, ne? Die faulen Säcke wollten alle nicht. Ja, dann nochmal halt irgendwelche schön. Scheiß random Ideen und dann spielen wir das und dann haben wir gleich am Freitagmittag zu. Das ist einfach toll. Ja, ich habe gerade Rostock nochmal gekillt und das ist sehr schön. Und da hat er sich direkt gerecht. Ich hab dich gerecht, mit dem Headshot. Sehr schön.
Wollen wir jetzt eigentlich irgendwann mal Schluss machen, oder? Nee, lass uns doch ein bisschen. Ey, der andere Spasti ist über. Der andere Spasti ist übrigens gelieft. Stimmt, wir sind nur zu dritt, das ist ja toll. Ja, lass uns doch noch ein bisschen unterhalten. Komm, lass doch irgendwie zu. Also, die offizielle Folge ist rum, wer seinen Freitagnachmittag vielleicht mit irgendwas Sinnvollem verbringen möchte. Richtig, genau, das ist so die Preview auf den Fortress und Slendy Podcast. Wir müssen das dann eh machen. Sagen wir es so, du brauchst, wenn du schon ein Video holst, kannst du entweder so ein langweiliges Standbild machen oder wir spielen halt irgendwas, wo du eh keine Aufmerksamkeit für brauchst. Hast du wie Battlefield, sagst du. Ja, gut. Aber Rostock läuft mir gerade des Öfteren ins Messer. Ja, Rostock ist heute irgendwie gerade nicht mehr so. Wie der Fußball. Ah, der will jetzt aber schlecht sehen. Du hast doch gar keinen Plan, wo Rostock steht aktuell. Nein, das meine ich doch gar nicht, ich meine deinen Schuss. Ja, das, warum sagst du das denn jedes Mal noch? Sag doch einfach, wenn ich gut geschossen habe. Das musst du nämlich nie machen. Ach so. Das ist viel entspannter. Jetzt habe ich das doch gar nicht gesehen. Danke für den Hinweis, Mann. Ja. Das ist viel entspannter für deine Stimmbänder. Du musst viel weniger sagen. Meine Stimmbänder sind sowieso am Arsch. Soll ich auch noch einen schlechten Witz dazu reißen? Nein, also, nicht. Bitte nicht. So, you. Hilft mir bloß nichts. Ich sollte mal ein bisschen schneller schießen. Ich habe immer noch kurz diese Schockstarre, wenn ich jemand sehe. Ich hänge zwischen den Holzpfählen. Denn Stanley hängt auch nicht nur zwischen den Holzpfählen. Das war wieder Rostock. Ja, natürlich. Denk mal, was bist du? Mich kriegst du nicht so schnell, Stanley. Zweimal habe ich dich. Du hast mich im offiziellen Game nur einmal gekriegt und das ist. Ja, ist mir egal, ich zähle mittlerweile allgemein. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass ich dann immer dann sterbe wie bei Battlefield? So. Also, schau, ich bin ja auch irgendwie nach meinem dritten Kill, bin ich ja auch irgendwie so dämlich runtergefallen und sowas. Hast du dir deinen Kill ja noch mitgemacht? Und hier ist das irgendwie genauso. Nur, dass ich dann nicht dämlich hingefallen bin, sondern dämlich war. Au. Und stehen geblieben ist. Oh, sogar noch ein Headshot und das dann noch genoscoped, Alter. Ich müsste mir jetzt eigentlich so eine MLG-Brille aufsetzen. Kennst du die? Nein. Möchte noch sehen. Ich möchte an dieser Stelle übrigens den Rufen grüßen. Oh. Das habe ich euch noch vergessen. Meine Güte. Ich fange gleich auch an und grüße sämtliche Familienmitglieder. Ja, fang noch mal an. Wobei, bei mir geht es relativ. Oh, jetzt haben wir noch jemand da. Ach, egal. Bei mir geht es relativ flott, ich habe eine eher überschaubare Familie. Dadurch, dass meine Eltern weitestgehend geschwisterlos sind. Ich hab gerade gedacht, du wolltest gerade sagen, meine Eltern sind Geschwister. Nein, nicht ganz. Ach, das wäre so schön gewesen. Au. Jetzt machen wir Schluss. Nee, lass uns noch ein bisschen unterhalten. Wir waren jetzt bei deiner Familie. Jetzt musst du die auch grüßen. Also fang an mit Hallo? Olga. Achso, da. Okay, jetzt. Olga, Klaus Peter. Nein, jetzt mach mal richtig. Sophia Marie, wie heißt sie? Also wir haben alle 8 Namen, das ist. Weißt, da muss man sich den einen Namen nicht merken, sondern kann sie mal einen aussuchen. Was, ihr habt echt 8 Namen? Na Quatsch. Boah, das ist doch voll witzig eigentlich. Ich hab nicht mal einen zweiten Namen, das finde ich ja echt. Ey, du hast nicht mal einen Namen richtig. Ich hab gar keinen Namen bekommen. Das ist also unverschämt. Ich hab nicht mal einen Namen bekommen. Ist so. Hattest du eigentlich einen Mädchennamen? Also, falls du irgendwie mal. Bestimmt. Wüsste ich jetzt aber nicht. Weißt du nicht? Nee. Aber ich hab's eh noch gut erwischt. Meine Mutter hatte furchtbare Ideen. Gott sei Dank hat sich mein Vater durchgesetzt. Wie, deine Mutter hatte furchtbare Ideen? Knebeline oder was? Nein, für andere. Also beispielsweise, ich sag jetzt keinen Namen. Ich wette mit dir, dann haben wir genau die zwei Leute, die jetzt noch zugucken, die heißen dann so. Ach, scheiß ist so egal drauf, Alter. Nee, ich weiß aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr welche. Also beispielsweise, was ich persönlich als Namen für mich jetzt nicht so geschätzt hätte, wäre Lars gewesen. Lars? Ja. Ich an dieser Stelle Lars grüßen. Ja, ich kenne auch einen. Wer auch immer da ist, Alter, ich möchte diesen Lars grüßen, wer auch immer jetzt noch zuschaut. Aber ja. Was sowieso niemand macht, wer guckt sich da schon diese Scheiße an, wo zwei Typen labern und sich bekriegen. Oh, alles klar. Au. Wird schon eine ganze Weile beobachtet, wa? Jawohl, ja. Ich hab die M95 freigeschaltet. Top. Ich habe jetzt auch nichts gegen den Namen an sich, aber gut, ich finde, man kann sich für sich selber eh immer schlechten anderen Namen vorstellen.
Ich finde halt, es gibt halt so, was ich wirklich, wo ich echt ein bisschen Probleme mit habe, sind so neudeutsche Namen, so Nevin oder sowas. Also, was? Wie? Nevin, das gibt's. Nevin? Meine Mutter ist ja. Nevin oder Nevin? Nevin, wirklich, spricht man so aus. Meine Mutter ist ja so eine Mischung aus Kindergärtnerin und Kleinkindergruppenerzieherin oder wie auch immer die exakte Berufsbezeichnung ist. Und da hörst du halt immer, was die armen Kinder für Namen kriegen. Ach so, erzählt die dir das, weil die am Abend nichts zu tun hat? Ja, naja, aber es sind warum teilweise schon schockierende Sachen. Ja, hau mal raus, ein paar schockierende. Also es gibt echt üble Namen. Also gerade sowas oder Justin finde ich ja auch. Also weißt du, das mag ja ganz nett sein in Amerika oder sonst wo, aber ich finde halt Justin, das passt einfach nicht. Weißt du, vor allem heißt er mit Nachnamen normalerweise noch Müller. Justin Müller, ja, das ist... Ah, was willst du bei mir sagen? Hier steht also, weißt du, so ganz toll ist irgendwie Justin Niederlechner oder sowas. Weißt du, ich könnte einfach einmal stehen bleiben und in Ruhe ziehen. Weißt du, dann wird das alles viel einfacher. Weißt du, was ich sehr, sehr schlimm finde? Fabian geht gar nicht. Ja, das ist übel. Also, das kann ich auch, das kann ich überhaupt nicht. Nee, gibt's so, gibt's so Namen? Gibt's so Namen? Oh, Lukas, das ist... Da krieg ich schon das Kotzen, wenn ich's nur sehe. Aber voll, Alter. Warum hab ich den nicht gemessert, ich Trottel? Wer heißt denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum so Namen überhaupt gibt. Ah, apropos Namen, die gegeben werden dürfen. Ja. Ihr müsst mal... Ich weiß nicht, wo ich das Bild her, ich habe es auf Facebook gesehen. Vom Standesamt zugelassene Namen. Das ist so geil. Beispielsweise, du darfst dein Kind Solarfried nennen. Du darfst dein Kind aber nicht Atomfried nennen. Solarfried. Dann, was ich auch super fand, du darfst dein Kind nicht Junge nennen. Wie geil ist aber Junge? Junge, kommst du rüber? Was willst du? Also heißt, kennst du es, also du könntest deine Tochter aber jetzt nicht irgendwie Mädchen nennen oder so. Nee, also es ist echt witzig, was da so für Namen sind, die zugelassen sind und nicht zugelassen, das ist echt witzig. Du darfst dein Kind Himbeere nennen, aber nicht Brombeere. Boah, ich finde das auch list ziemlich lustig. Ich habe letztens einen Namen gefunden, der hieß tatsächlich 9¾, aber ausgeschrieben. Das ist natürlich auch geil. 9¾, kommt zum Essen. Kommt sofort zum Essen, 9¾. Ich find's ja auch übel, also ich bin ja auch großer Fan von vielen Franchises und sowas, aber dein Kind dann danach benennen. Also beispielsweise, ich habe eine. Also boah, Alter, wenn ich jemals einen Sohn haben, den würde ich Thor nennen, ohne Spaß. Eine ganz entfernte Verwandte, die heißt Eowyn. Also, Entschuldigung, aber das hört sich einfach bescheuert an. Das stimmt. I got you. Ja, das stimmt. Oder was ich witzig finde, das habe ich letztens gelesen, Bethesda hat vor dem Release von Skyrim, Bethesda. Wie man sie offiziell ausspricht, das wisst ihr aber selber nicht. Ja, neue Reihe, Alter, hier, Namen aufzählen mit Folge 1, Bethesda. Wo ist Skyrim angekündigt, kurz bevor Skyrim rauskam, wer ein Kind bekommen hat an dem Tag, wo Skyrim released wurde und das Dovahkiin genannt hat, der hat auf sein Leben lang kostenlose Bethesda-Spiele bekommen. Bethesda. Dovahkiin. Aber ich hätte mich voll geehrt gefühlt, wenn ich Dovahkiin heiße. Ja, ist so, Alter. Hallo? Weißt du, kannst du sagen, wenn jemand fragt, was heißt das? Drachenblut. Es ist ja, einfach, richtig, genau. Also, Entschuldigung. Dovahkiin Dragonborn, Alter. Ist doch das Geilste einfach nur, weißt du? Mhm. Also ohne Spaß, dann würde ich aber auch sofort zuschlagen, Alter. Und vor allem dann noch Bethesda-Spiele gratis noch dazu, Alter. Dieses Risiko würde ich doch eingehen, Alter. Scheiß auf Mobbing oder so, weißt du? Ja, das Kind, das wird sich schon irgendwie durchschlagen. Es ist ein Drachenblut, hallo? Ja, ist so, Alter. Leute, was habe ich da gerade versucht? Ich mag auch nicht, wenn jemand hinter mir hab dich sagt. Idee? Hab dich? Es gibt auch so schlimme Namen von dem Harry Potter. Warum habe ich dich nicht erwischt? Das warst ja gar nicht du. Hedwig, wer nennt sein Kind denn bitte Hedwig? Ja gut, aber der Name ist sogar noch, also heute nicht mehr, aber der war mal relativ geläufig. Also ich kenne auch eine. Eine Hedwig? Ja. Wie sieht denn das so aus? Nee, aber du machst automatisch dauernd dumme Witze. Ich mache immer dumme Witze, oder? Es ist bei manchen Namen ist auch echt schwer, also da muss ich echt einmal zusammenkneifen. Ja, Fabian. Zusammenkneifen. Also absoluter Kacke. Zusammenkneifen. Ich meine natürlich zusammenreißen, Entschuldigung. Ich hab's heute nicht so. So, jetzt machen wir noch. Wer den nächsten noch einmal killt, weil ich hab nicht mehr so viel Zeit. Ach, du hast natürlich. Ja, wahrscheinlich. Ich muss ja Dingens weg. Termine. 15 Minuten. Ja, komm, die 15 Minuten kriegen wir da durch, Alter. Ne, 10 Minuten müssen wir noch machen, dann haben wir die Stunde voll. Wer guckt sich das eine Stunde an? Ach, ich muss den Scheiß noch rendern und hochladen, um das mal kurz anzumerken. Ja, wow, ich auch. Alter, ich hab den jetzt zweimal in den Rücken geschossen.
Warum stirbt der nicht? Ja, weil du nicht richtig geschossen hast. Mit ich habe ihn aber in den Rücken geschossen. Und er hat geblutet. Und jetzt killt er mich, garantiert. Ich habe gestern auch geblutet. Oh. Ja, weil ich mich gestochen habe. Oh. Ja. Muss es Lilly einmal pusten, und zwar unten rum, und dann war alles noch. Ich meine jetzt natürlich meinen großen Zeh. Arschloch erledigt! Boah, Alter, der Trickshot einfach. Du hast mich in der Luft gemessen, läuft bei dir sehr. Ja. Was ist eigentlich die Messern-Taste? Also bei mir Maustaste. Ach, Maus, irgendwelche. Ach so, Mittel, ne? Ja, Mausrad meine ich natürlich. Aber ich muss mir auch unbedingt. Hast du dir meine Runde gegeben? Aua. Nein, noch nicht. Ja, ich muss die mal updaten, Alter. Die ist voll berühmt geworden. Ich habe keine Ahnung, irgendwie in einer Woche 1500 Aufrufe. Na, da siehst du mal. Mein Gefängnis in München war geil. Dein Gefängnis, das war richtig geil, Alter. Wann hab ich das eigentlich? Achso, das war Teil des spektakulären Weihnachtsspecials. Ja, richtig, genau. Ich fand das voll witzig. Das war auch geil. Ich kann keinen Glühwein mehr trinken seitdem, weil ich da fast dieses ganze Teil da getrunken habe. Und es war so ekelhaft, weil es halt auch so ein Tetra-Pack war. Aber was willst du machen? Ich konnte mir jetzt schlecht auf dem Weihnachtsmarkt 6 Glühwein kaufen, die mitnehmen. Ja, nee, also für die Leute, die Roomtour gesehen haben, die das zu sehen, ich habe ein bisschen umgeräumt, mal wieder, wie ich es sonst immer auch mache. Und zwar habe ich mir jetzt einen weiteren Flatscreen geholt und den einfach... Klar, läuft. Ja, das ist einfach so, ich habe so viele Flachbildfernseher. Ich hatte damals... Oh. Falls einer ein neues Zuhause sucht, ja. Pass auf, und zwar folgendes. Und zwar hatte ich damals an meinem Bett einfach nur das für die Leute, so einen kleinen, richtig ollen 4:3 Fernseher stehen. Einfach nur, weil der war halt übelst alt und ich wollte jetzt nichts Großes da stehen haben, ne? Und bin mir den eingestellt, weil ich hatte überhaupt keinen Fernseher. Hab den jetzt einfach mal ausgewechselt, weil ich jetzt irgendwie immer Bock gekriegt habe. Und wenn du dann noch im Bett liest, dann ist das natürlich geilsten, ne? Hm. Der richtig hart einen drauf schrubben, Alter. Vor allem, wenn der Slenny dann sein. Oh, guck mal, das ist Slenny doch schon wieder. Ich würde das vielleicht nicht unbedingt immer ankündigen. Was? Dass du mich siehst. Warum denn nicht? Das warst gar nicht du. Ach so, gut. Der Typ mit einem fetten Gewehr. Weiß uns immer nach Slenny aus. Ja, ich weiß. Mein fettes Gewehr ist legendär. Ja, aber nur eine scheiß Feuerrate, ne? Alter, ich krieg immer die falsche Waffe in die Hand. Entschuldigung, jetzt hab ich dem gerade seinen Messerkill geklaut, das tut mir furchtbar leid. Nee, der hat den noch gekriegt. Ach, guck mal, da ist doch Slenny. Au. Ich war gerade dabei, jemanden zu töten, hallo. Hallo. Nein, man hat mir seine Granate nicht mehr erwischt. Was ist doch auch was. Nee, aber jetzt mal ohne Witz, jetzt, also so ohne jeglichen, so, sollen wir echt mal so einen Podcast starten? Ich befürchte, dass wir trotz allem nicht zu viel Redestoff haben. Weil wir finden doch immer irgendwas. Aber das müsste man dann... Ich würde da also eher drauf gehen, maximal einmal im Monat. Das ist zu viel sonst. Da passiert zu wenig. Ja, oder wir nutzen halt einfach die... Ja stimmt, wir machen die Fortress vs. Slenny einfach nur Fortress plus Slenny Podcast oder so. Ich meine, wir labern hier eh genug. Ja, ist so, außerdem verliert man die Battlefield, man hat eigentlich gar keinen Sinn, wenn man das so groß nur grob nimmt, wa? Ja, es wird eher, also sagen wir so, FIFA möchte ich noch gern spielen und dann müssen wir uns echt mal überlegen, ob wir irgendeine Staffelpause machen oder sowas. Weil ja, es einfach schlicht und einfach die Spiele ausgehen. Boah, ich hatte dann noch so voll die Games-Simulatoren, aber ich glaube, Leute unter 18 können da nicht mehr mitgucken, Alter. Das ist schon moralisch fragwürdig. Was hast du für Simulatoren? Ich dachte jetzt ein Landwirtschaftssimulator oder irgendwas so, ja, Nettes. Ja, du bist wahrscheinlich die Einzige, der da so irgendwie so Kornkreise nach reichsdeutscher Art reinmacht oder so. Ja, natürlich. Ich bin großer Simulator-Freund. Ich spiele eigentlich nichts anderes. Formel 1 spielen. Warum kriege ich eigentlich dauernd... Oh. Ach, warte mal, eine schöne Sache habe ich noch. Was hältst du eigentlich von den Smartphone-Leuten? Also so, dass Kinder teilweise irgendwie so 5 Milliarden Euro Handys haben und so. Was hältst du eigentlich von? Also ich muss zuerst mal selber zugeben, also ich habe ja noch mein Samsung Galaxy S2, also noch eher was Rückständiges heutzutage in dieser Zeit. Ich würde ganz ehrlich sagen, ich käme heute auch nicht mehr ohne aus. Ja, aber ja. Ich hatte mein erstes Handy mit... Nee, aber das meine ich gar nicht. Ich meine eher so das, weißt du, wenn sofort ein neues Handy draußen ist, sofort umswitchen.
Muss und ja dann jeder die ganze selber Zeit wissen. Irgendwie da so 24-7 dran sein. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ätzend. Also ich finde es halt besonders anstrengend, wobei das finde ich beim Handy, also ich finde es ätzend, wenn du mit jemandem redest, der die ganze Zeit auf sein Handy guckt oder auch wenn man abends irgendwie ja, in der Bar ist oder so. Aber machst du in der Bar, Cindy? Was? Was machst du in der Bar? Apfelsaft trinken. Natürlich. Ja, aber mit wem denn ganz alleine? Ja, jetzt aktuell nicht, aber stell dir vor, zu Hause habe ich Freunde. Nicht. Ach so, hast du mir vorhin doch noch irgendwas verschwiegen oder was? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Hm. Schmeiß deine Granaten hin, wo du willst. Hä, warum habe ich den Kill nicht bekommen? Weil ich den vorher abgeknallt habe. Och, Mann. Nee, oder was ich besonders ätzend finde, habe ich einen Freund, das, also es gibt nie, das finde ich wirklich so ätzend. Also, wenn du einen Freund hast, das ist sehr interessant, wer ist es denn? Da habe ich einen Freund, der das immer tut, wenn ich den Satz zu Ende bringen darf, ist immer ein Ohrstöpsel im Ohr haben und nebenher dann noch mit so tun, als ob er mit jemand redet, das ist ganz toll. Weil du weißt genau, er hört dir nicht zu. Das ist asozial. Das geht mir übelst auf den Sack. Ja, nö, ich bin am Abend meistens immer froh, weißt du, wenn du irgendwie so den Tag vollbracht hast und sowas und dann noch so eine freundliche Person fragt, Junge, was war heute los bei dir? Bleibst du denn zurück? Ja, aber ich finde das so richtig schlimm, also ich bin ja ganz ehrlich so eine Person, die irgendwie Ewigkeiten an seinem alten Mobiltelefon festhält, weil ich hab seit Ewigkeiten mein iPhone 4S, hatte da vorher noch so ein alter Samsung-Tasten-Schiebehandy und bin übrigens auch voll zufrieden, war. Da hätte ich sogar bis heute noch genommen, bis ich nicht den iOS Store für mich entdeckt habe. Und muss ganz ehrlich sagen, ich werde mir auch kein neues machen. Ich habe mir jetzt einen zusätzlichen Akku noch hinten reingemacht, weil mir meiner irgendwie halt ziemlich am Arsch ist und sowas. Ne, und fand ich auf jeden Fall. Ich behalte mir für mein 4S oder so. Ja. Das finde ich ziemlich angenehm. Au. Bitte. Naja, also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde ich bin voll zufrieden mit dem Gerät und wüsste jetzt auch nicht, warum ich mir ein anderes holen soll. Meine Größe und so einen ganzen Kram, aber ganz ehrlich. Nee, also ich brauche auch keins, bevor es nicht kaputt ist oder beziehungsweise einfach nicht mehr benutzbar. Wenn es wirklich richtig kaputt ist oder sowas, dann überlege ich mir nochmal, ob ich mein altes hier mit den Tasten nochmal zurücknehmen soll, weil ich habe irgendwie, ich finde diese Samsung-Modelle ja einfach so pottenhässlich, ne? Also echt? Ich finde die S-Reihe ganz hübsch, also die Galaxy-Reihe. Ja, diese Edge jetzt hier, das 6 Edge, weißt du, das ist so eine useless Technologie, weißt du, um einfach dieses Marktführen-Battle, das finde ich richtig schlimm, ist halt einfach. Ja gut, das ist ja überall so, das ist bei Fernseher so, das ist bei... Ja gut, aber PCs so, bei Konsolen. Handys ist das am schlimmsten, weißt du, PCs, okay, weißt du, wenn Hurricane ja, gut, PC meine ist halt, ja, einen okay. im Jahr rausbracht, der so über alles übertrifft, dann macht halt Firma AMD, macht dann halt das exakte Gegenmodell halt mit deren Hardware, weißt du, das finde ich ja noch okay, aber das ist halt einmal im Jahr oder irgendwie so, oder alle 3 Monate, aber nicht jeden Monat ein Mobiltelefon. Ich meine, wo kommen wir da hin? Dann beschweren sich die Leute, dass unsere Ressourcen in den Arsch gehen, weißt du? Wenn ich auch irgendwie ein Kind hätte, was irgendwie 500 Smartphones hat, weißt du, weil eigentlich alle noch benutzen kannst, so sollte das, mein Gott, einfach nur. Ja, also ich finde, das geht gar nicht. So, ich sammle hier fleißig meine Tests. Oh, 2 Minuten haben wir noch, so, dann haben wir die Stunde vor. Alter! Raged erstmal. Ich hab den 3-mal getroffen! Und dann kommt Rostock. Oh, fühlt er sich jetzt toll oder was? Ach stimmt, es ist eh vorbei, wenn der noch 3 Kills kriegt. Ja. Stell ich gerade fest. Korrekt. Das war doch mal eine sehr ausführliche Laberfolge. Ja. Muss man auch ganz einfach mal dazu sagen, das müsste ja auch mal sein. Weißt du, wir sehen uns, hören uns da sowieso nur einmal die Woche oder so. Da kann man mal die Themen der letzten Woche kann man einfach mal ansprechen. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Alter, der Typ geht mir auf den Sack. Leute, die mitzählen, das ist einfach. So, schade, verloren. Dann war's das. Weißt du, dann nicht mal Winner richtig schreiben können. Richtig. Naja. Ja, die Leute sind sowieso die Besten. Also, liebe Freunde, behaltet euer Smartphone, ne? Das ist. Genau. Und mal sehen, dann gibt's nächste Woche mit bisschen Glück vielleicht FIFA und ja. Nee, das will ich mir nicht sagen. Extra einfach, weil ich dich damit ärgere. Tolle Idee.
Also gut. Naja, also haut auf jeden Fall rein. Ich hoffe, ihr habt die Folge ein klein wenig genossen. Ich weiß nicht, was ihr heute noch machen soll oder so. Weiß Gott nicht was. Schönen Abend, schönen Mittag wünsche ich euch auf jeden Fall an dieser Stelle. Der Stanley natürlich auch. Wir wollen ja nicht so asozial sein. Ja. Stanley macht immer die besten Videos auf YouTube. Absolut. Richtig, genau. Qualitativ hochwertig. Schaut bei ihm vorbei und bei mir nicht, weil ich mache gerade sowieso nichts. Leckt mich alle am Arsch. Bis zum nächsten Mal. Ja, mit diesem Wort. Auf Wiedersehen. Ciao.